Gruppenbild der internationalen Atomexperten vor der Abreise aus Wien. Nach monatelangen Verhandlungen sind die Fachleute zusammen mit dem Chef der Agentur Grossi in die Ukraine gestartet. Sie sollen dort das russisch besetzte Atomkraftwerk Saporischschja überprüfen. Es geht um ein unabhängiges Bild vom Zustand der größten Atomanlage in Europa und ihren Sicherheitssystemen. Rund um die Anlage war zuletzt häufig Beschuss gemeldet worden. Der Tag ist gekommen, schreibt der Chef der Internationalen Atomenergieagentur Grossi auf Twitter und veröffentlicht dieses Foto. Es soll das Expertenteam zeigen, das sich bereits auf den Weg nach Saporischschja gemacht haben soll. Noch in dieser Woche soll es das Atomkraftwerk inspizieren. Rund um das Kraftwerk scheint die Lage angespannt zu sein. Der geflüchtete ukrainische Bürgermeister von Enerhoda, Dmytro Orlov, hat auf Telegram diese Bilder geteilt. Sie sollen zeigen, wie nach Beschuss in der Nähe des AKW Feuer ausbrach. Wie in den Tagen zuvor machen die russische und die ukrainische Seite sich gegenseitig für Angriffe verantwortlich. Das russische Verteidigungsministerium erklärte, man habe gestern eine bewaffnete ukrainische Drohne direkt über einem der 6 Reaktoren abgeschossen. Die ukrainischen Streitkräfte beschießen weiterhin die Stadt Enerhoda in der Nähe des Atomkraftwerks. In den vergangenen 24 Stunden hat die ukrainische Artillerie 8 großkalibrige Granaten auf Wohnviertel der Stadt abgefeuert. Unter der Zivilbevölkerung gibt es Verletzte. 2 Granaten explodierten in der Nähe des Kernkraftwerks. Unterdessen gibt es Berichte über eine ukrainische Großoffensive zur Rückeroberung der südukrainischen Stadt Cherson. Gegenüber der ukrainischen Nachrichtenagentur Yunyan bestätigte eine Armeesprecherin, dass Angriffe gestartet worden seien. Über Ergebnisse sei es aber noch zu früh zu sprechen. Unabhängig bestätigen lassen sich diese Berichte nicht.